Ich habe keine Philosophie. Aber ich habe mein Leben lang geträumt, dass ich fliegen kann. Und fühle, wie das ist, wenn man fliegt. Und in vielen Träumen löse ich mich weg von der Erde. Es gibt einen Traum, der oft wiederkommt, dass ich in einem großen Keller bin und Leute herumstehen im Frack mit einem Glas, das sie alle haben. Und ich weiß, ich habe die Technik, dass alle auf einmal ganz still werden, weil sie mich nicht so richtig bemerken wollen. Und dann gehe ich auf die Spitze meines Fußes und stoße mich ab und fliege und bin auf einmal mit dem Rücken an der Decke und kann dann auch mich fliegend mit der Brust über den Fußboden bewegen, wieder hochgehen. Alle sagen, oh, und dann drehe ich mich vor der Mauer in einer ganz eleganten Kurve. Und der Traum kommt auch wieder, dass alle völlig sprachlos werden, weil ich fliegen kann, als Mensch. Oder dass ich von hohen Bergen aus fliege. Nun, das kennt man ja, aber das hat sich in meiner Musik von Anfang bis heute gezeigt. Wenn ich im Studio bin, mache ich die Augen zu und habe also Regler unter der Hand und ein Klanggebilde, das vorher da ist, dann bewege ich das in den Lautsprechern wie ein Vogel, der fliegt. Also das ist keine Philosophie, sondern das ist ein Urtraum, dass Musik fliegt. Weil ich fliege. Ja, das erste und auch wahrscheinlich das letzte. Naja, weil ich nie ein Stück geschrieben habe in meinem Leben mit einer klassischen Formation. Das ist ja eigentlich ein Prototyp des 18. Jahrhunderts, das Streichquartett. So wie Sinfonien und Solokonzerte eine ganz bestimmte Epoche markieren. In der Zusammensetzung, in der Aufführungspraxis und eben auch in der Form. Und ich habe mein Leben lang mich davon ferngehalten, klassische Formen zu wiederholen. Obwohl ich selber Pianist bin, aber ich habe nie ein Klavierkonzert geschrieben und alle Anfragen abgelehnt für Violinkonzerte, Klavierkonzerte, Sinfonien sowieso. Und Streichquartette. Aber das ist eben das Ergebnis eines Traumes gewesen. Ich kriegte den Auftrag und sagte, nein, niemals im Leben. Und dann habe ich das geträumt. Und dann hat sich alles geändert. Weil es eben mit der Vorstellung war, dass die vier Musiker in der Luft fliegen und in einem ganz anderen Aufführungsraum sind und dass es eigentlich nur in der Vorstellung der Menschen, die in einem Auditorium sind, stattfindet, dass die sich vorstellen, dass die jetzt gleichzeitig oben in vier Flugobjekten sich bewegen. Das könnten auch Flugobjekte sein, die viel weiter wegfliegen in Zukunft. Yeah.
Es ist ein Symbol für meine musikalische Arbeit seit 45 Jahren, dass ich das Ungespielte und Ungehörte als das Faszinierende in meinem Leben finde. Für jedes neue Werk warte ich, bis ich etwas ahne, in meiner Vision entdecke, das ich noch nie gehört habe und das eben auch noch nie gespielt werden konnte. Neue Instrumente, neue Klangfarben, ganz neue Formkombinationen, neue Räume, neue Sprachen. Ich habe gerade ein Chorwerk hinter mir, an dem ich 4 Monate gearbeitet habe, Weltparlament, in dem eine reine Kunstsprache in vielen Kunstdialekten gesungen wird. Und die Sänger haben noch nie diese Silben artikuliert. Das ist eine vollkommen neue Sprache, die ich entwickelt habe für dieses Stück. Also das wird wohl für mein ganzes Leben immer weiter so gehen, dass ich für jeden neuen Anfang etwas erwarte von mir selber und von den Mitteln, die ich verwende, was ich noch nie gehört habe und was ungespielt und unerhört ist.